Ja, ich bin jetzt gerade am Staudamm, mal schauen, ob er schon voll ist. Hier gibt es Kokosnuss und Zucker, also Zuckerrübensaft. Danach hole ich mal ein. Pineapple Juice also, very good. Ja. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob der Damm voll ist. Es schaut gut aus, es hat ja viel geregnet. Das ist natürlich, wenn der jetzt voll wäre, ist ja toll, aber schaut echt so aus, schaut mal an. Ja, das ist der Banwa Damm. Schaut echt gut aus hier. Die wollen natürlich, ja, 20 Baht, so eine Kokosnuss vom Händler, das war sonst teurer. Also die Preise sind dann doch eher im Fallen. Natürlich, hier dürfen sie auch nach 23 Uhr. Also wir haben ja echt Glück, dass wir hier in so einem schönen Land leben, wo also die den Corona so im Griff haben, dass wir im Prinzip bis um 2 in der Früh fortgehen können. Das ist ja schon mal toll. Ne? Und mit dem Denunzieren ist es hier eigentlich, die haben ja mal einen denunziert, der hat dann gleich richtig Kontra gekriegt von allen auf Facebook. Ja. Da hat einer mal sich beschwert, weil die Leute im Lockdown sich den Sonnenuntergang angeschaut haben. Also da ist dann Thailand anscheinend doch ein bisschen mentaler. Es ist schön, den Damm so zu sehen, er ist voll. Das ist natürlich toll. Ne? Das ist also wirklich auch eine schöne Ecke hier. Kann man schön außen rum joggen, wenn man möchte. Toll. Geil. Endlich wieder Wasser da. Schön, schön das zu sehen. Also ich gehe mal davon aus, wenn der voll ist, ist der andere auch voll. Hier verkauft einer schöne Papayas. Hier gibt es halt immer wieder frisches Obst in Thailand, das ganze Jahr. Also die haben da wirklich Glück. Also es gibt immer zu essen. Das ist schon ein tolles Land. Und ich glaube, das haben sie langsam auch gemerkt. Und machen sie es immer schwieriger, hier reinzukommen. Und wollen natürlich nur Leute, die auch Geld haben, ja, und wollen ihr System nicht belasten. Das ist halt so in Thailand. Ne? Kaidi? Mit neun. Er hat mich gleich probieren lassen. Ja, dann nehme ich halt mal eine Tüte als Breakfast. Als Nachtisch, okay, nun, ne? Put the mic in front. Thank you very much. Red Lady, Papaya. Papaya. Where are you from? Italy? No, Phuket. I'm from Italy. From Italy, okay. What is Phuket from Italy, eh? Yes, it's bad beat. Ja, Jipsam, Jipsam, Jipsi. Thank you, sir. Thank you. Nicht neu. Kopf und Karp. Thank you. Kopf und Karp. Frische Papaya. Papaya. Super. So kann man auch sein Geld verdienen. Das ist doch eine geile Art, wenn man es als, ich denke mal, dass er selber Bäume hat. Naja, und wenn er dann für, weiß ich, seine eigenen Bäume, wenn er für 500 Baht verkauft oder 1000 Baht am Tag, ist es ein super Geschäft. Das muss man auch mal so sehen, ohne Stress. Ja. Kopf und Karp. Ah! Okay. Maybe make like this. Sugar cane, ne? Homemade, you make? Ich? Some? 100%, yes. 100%. No sugar. No, you know? Natural, ja, ja. Ich glaube, viel besser kann man gar nicht frühstücken. Eine Kokosnuss, dann hier so einen... Kachep, das ist so eine rote Blüte, also und dann hat er noch hier frischen Sugarcane, macht er alles selber, und den trinke ich jetzt nicht noch, morgen vielleicht, und frische Papaya, ne? Und das alles hier frisch, was will man mehr im Leben, also das ist doch super, also besser geht's gar nicht. Reifenpanne, also Nagel, ja. Ganz schönes Ding hier reingefahren. Also wie viele Platten ich hier schon gehabt habe in Thailand, das sind unzählige, die kriege ich nicht mehr zusammen. Aber Gott sei Dank habe ich es gemerkt gleich. So interessant, wie die das heute reparieren. Karai Cup. Kommt von Markup, 100 Baht, das ist super.
I go on my knees down. But okay. What am I blessing? Also in Bangkok, das sind heute Demonstrationen. Das ist wohl irgendein Jahrestag, wo es vor über 100 Jahren auch eine größere Demonstration gab. Damals ging das meistens irgendwie blutig aus. Es geht natürlich, sind halt auch nicht mit allem zufrieden, was hier so läuft, die Einheimischen. Ja, ist halt überall ähnlich gerade. Ja, Kiana wieder heute beim Musikunterricht, heute ohne die Selina. Selina ist in Bangkok. Also unabhängig von den Demonstrationen, muss ich jetzt mal sagen, was Corona anbelangt, ist es eigentlich in Thailand relativ gut abgelaufen. Wir hatten ja mal den Lockdown von 2 Monaten, wo wir nicht raus konnten. Aber ansonsten kann man sich jetzt hier im Land wieder frei bewegen. Masken muss man nur tragen, wenn man in Geschäfte reingeht. Ja, und da drücken sie auch in manchen das Augen, ist die Augen zu. In den Restaurants ist es mehr oder weniger normal wieder in den meisten. Also das hat sich hier eigentlich positiv entwickelt. Wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel auch mit Berlin, diesen Zettel da, wo man um 23 Uhr die Lokale zumachen muss und so. Und man soll die Leute denunzieren, man kriegt 500 Euro oder bis zu 500 Euro Kopfgeld sozusagen, das finde ich ja dann auch ein wenig seltsam. Aber ja, wie gesagt, das Leben hier an sich ist für uns eigentlich gefühlt normal, außer dass keine Touristen da sind. Hier, da geht es richtig ab in Bangkok hier. Ja. Kun Tung sagt, es ist like a concert, wie ein Konzert. Until now it's peaceful, so bis jetzt ist es friedlich. Alles gut. Hier, Bangkok. Heute ist Mittwoch. No. Ja, live 16:38 Uhr.